Ungarn erntet sehr scharfe Kritik für die Verfassungsreformen. Einige EU-Abgeordnete fordern sogar Sanktionen. Juristische Frage, kann eine Verfassung überhaupt EU-Vorgaben verletzen? Bevor wir auf die juristische Problematik eingehen, möchte ich einmal sagen, warum man so gegen die Regierung Orbán und gegen die Ungarn agiert. Orbán hat etwas gemacht, was im Interesse der ungarischen Bürger war. Er hat bei diesen ganzen Fremdwährungskredite hat er dafür gesorgt, dass mit einer fixen Wechselparität in den ungarischen Forint die Leute nicht in die Endlos-Schuldenfalle hineingetrieben wurden und damit ihre ganzen Häuser verloren hätten. Und da hat er den Banken einmal ihre Grenzen aufgezeigt. Und deswegen wird er angefeindet. Das ist der eigentliche Grund der Anfeindung gegen Orbán. Das sollten die Leute mal wissen. Ein Politiker, der hinter seinem Volk steht und nicht auf der Seite der Banken steht, der gilt als Feind des Systems. Das ist der Hintergrund. Und es ist geradezu beschämend, dass an der Spitze der Agitation gegen Orbán im Interesse dieses ganzen Banksektors ausgerechnet der sozialistische Fraktionschef Swoboda aus Österreich steht. Ja, der wahrscheinlich auch noch einen ideologischen Impetus hat, weil für ihn es unerträglich ist, dass Sozialisten abgewählt werden. Ja? Aber letztlich macht er das Geschäft der Banker und sonst niemand ins Geschäft. Ja? Raiffeisen wird sich jede Woche bei ihm einmal bedanken dafür. Um es ganz deutlich zu sagen, die Verfassungsentwicklung der Europäischen Union kann nicht dazu führen, dass die Verfassungsautonomie der Mitgliedsländer ausgehebelt wird. Ungarn macht jetzt eine Problematik, glaube ich, offenkundig, die seit Jahren schwelt. Man hat seit Jahren, insbesondere durch die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg, hat man schleichend begonnen, das Primat des EU-Rechts sogar über das Verfassungsrecht der Mitgliedsländer zu stellen. Das ist eine Entwicklung, die kann man nicht akzeptieren und Ungarn stemmt sich dagegen. Und ich bin deswegen alleine schon auf der Seite Ungarns, weil Ungarn der einzige Staat ist, der neben Großbritannien, das muss man allerdings dazu sagen, in jüngster Zeit auch Großbritannien, der gegen diese Entwicklung massiven Widerstand leistet. Und es sollte daher auch das österreichische Verfassungsgerichtshof hier viel, viel, viel stärker Widerstand leisten, aber auch die österreichische Politik, weil es nicht so sein kann, dass sogar die Verfassungen der Mitgliedsländer noch durch Entscheidungen der Europäischen Union determiniert werden. Einige österreichische Verfassungsjuristen meinen ja, dass das Europarecht über dem österreichischen Verfassungsrecht stünde. Ja, das ist eine kolossal falsche Auffassung. Ich glaube nicht, dass das vom Wähler anlässlich des Beitrittes und der Beitrittsvolksabstimmung im Jahr 1994 so gewollt war. Da hat man das den Leuten jedenfalls so nicht erklärt. Wer würde im Konfliktfall dann eine Entscheidung treffen? Natürlich müsste das zunächst einmal der Verfassungsgerichtshof tun und natürlich würde das durch ein Vertragsverletzungsverfahren zu klären sein vom Europäischen Gerichtshof. Aber der entscheidet ja nur dann anders, wenn er sieht, dass die politischen Konsequenzen größer sind. Wenn von vornherein kein Widerstand zu erwarten ist, dann fährt man drüber über die Länder. Und Ungarn ist Gott sei Dank ein Land, das Widerstand leistet. Und deswegen hat sich der Europäische Gerichtshof und auch die Kommission im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens noch nicht getraut, gegen Ungarn vorzugehen. In Österreich hat man ja schon bei der Regierungsbildung im Jahre 2000 die drei Weißen aus dem Euroland geschickt, um die Österreicher gleich einmal unter die Knute zu nehmen. So etwas hat man sich bei den Ungarn noch nicht getraut, weil ich bin überzeugt, dass dann die Stimmung in Ungarn radikal gegen die Europäische Union kippen würde.